Herzlich willkommen zu meinem Maisin. Es wird maritim, wie ihr seht. Und nun kommen die Herausforderungen. Schrift, Schreiben, Teebeutel, Lila, Wellen, Sticker, Pflanze, Feinliner, Musterpapier und eine Schnur. Tja, das ist mal wieder eine Aktion von Gudruns Happy Journals. Falls ihr Lust habt, schaut da mal vorbei. Und jetzt dürft ihr gespannt sein, was ich davon alles umsetze, ob ich es schaffe. Vorab muss ich mich für die Hintergrundgeräusche entschuldigen, aber wir haben leider Handwerker im Haus und da lässt sich ein wenig Lärm leider nicht vermeiden. Benutzt habe ich wieder Verpackungsmaterial. Das ist natürlich Müll gewesen, das habe ich mir zusammengefaltet. Und gestempelt habe ich mit Stempeln von La Blanche und ich habe das auf Gesso drauf gestempelt. Ja, und hier sieht man schon meine Vorbereitung. Eine kleine Schnur habe ich, das ist die von meinem Teebeutel. Naja, den Tee habe ich natürlich vorher getrunken, das Papier schön getrocknet. Das muss man schon mal ein bisschen vorbereiten, anders geht es ja nicht. Ne? Und das werde ich auch gleich verwenden. Und ich habe vor, es zu verkleinern und darauf zu stempeln. Ja, das ist jetzt mein Stempel. Das Segelschiff soll auf die Vorderseite. Stempeln wollte ich jetzt mit dem hier. Ich habe mir das schon so ein bisschen zurechtgerissen. Das war mir jetzt das ganze Stück zu groß. Und hier habe ich den Rest und den Faden. Und ich glaube, das Teil nehme ich nach oben, das schmalere. Und dann versuche ich das jetzt mal mit Versafein. Nach Möglichkeit sollte dieser Versuch jetzt beim ersten Mal sitzen. Ansonsten muss ich mehr Tee trinken. Ist kein Problem bei mir, aber nichtsdestotrotz, naja. Ich würde es ganz gerne auf Anhieb richtig haben und insofern würde ich das gerne, ich hole mir mal gerade aus meinem Glas hier meinen kleinen Lappen, da ist was Überschüssiges. So, dann wollen wir mal versuchen, ob es funktioniert. Drückt mir mal schön die Daumen. Ja. Schön kräftig andrücken, damit sich die Farbe überträgt. Also ich gehe nicht davon aus, dass es ein sehr präziser Abdruck wird. Es ist ja jetzt hier auch ein Silhouettenstempel. Insofern hoffe ich, ist das jetzt nicht so schlimm. Oh, sogar besser geworden, als ich gedacht habe. Das hätte ich jetzt gar nicht erwartet. Ja. Klasse. Och, das wird gut. Das freut mich total. Als ich das jetzt hier gelesen hatte, dass da auch Wellen reingehören in dieses Maisin und ich dann Schriften gelesen habe sollte oder zumindest irgendwelche, was war denn noch, Schreiben, Schriften oder sowas, dass das verwendet wird, da habe ich natürlich jetzt hier diese Stempel wieder eingesetzt und ja, auf diese Doppelseite, da freue ich mich schon. Da liebe ich es ja so zu kolorieren. Ich habe das nur noch nie auf diesem Verpackungsmaterial gemacht und ich habe es auch noch nie auf Gesso gestempelt. Bin sehr gespannt, wie das funktioniert und ja, wie das dann so hier weitergeht. So, jetzt beginnt das Vergnügen mit dem Kolorieren. Ich freue mich da schon richtig drauf. Also ausgesucht habe ich mir diese drei Farben. Und ich beginne jetzt einfach mal mit Stormy Sky. Ich finde, das passt ja schon vom Namen ganz gut zu dem Thema. Und als Hintergrund für Wasser und Wellen gefällt es mir eigentlich immer wieder gut. Und durch das Gesso da drunter natürlich wird es nicht ganz so dunkel, aber finde ich ja für meine Zwecke jetzt richtig gut. Jetzt gehe ich in diese lila Töne hinein. So.
Ich weiß jetzt nicht, wie viel man da auf der Rückseite, ob das hier noch durchschimmert. Vermutlich nicht. Aber ich will trotzdem kolorieren und sollte man es dann wieder erwarten, mehr sehen, als ich das jetzt mir jetzt vielleicht selber jetzt gerade vorstellen kann, dann wäre das doch irgendwie doof, wenn ich es dann nicht gemacht hätte, weil hinterher das hinzufügen, das ist immer schwierig. Also lieber jetzt schon mal dran denken und dann schon mal ein bisschen verblenden. So, ups, das bleibt hier an mir heften, das wollte ich jetzt so nicht. Ja, ich meine schon, dass das hier durchschimmert, aber es ist natürlich auch von dem Tee selber ist da noch was dran. Gut. Hiervon will ich nicht zu viel nehmen. Kann ich das hier noch irgendwo unterbringen? Ich gebe ein bisschen auf die Rückseite. In der Harmonie. Kann das natürlich auch aufklappen, fällt mir gerade auf. Das hatte ich jetzt gewählt, weil ich mit dem Gesso, wo ja immer viel Feuchtigkeit auch drin ist, gerade von diesem Action Gesso, da habe ich dann diese leichten Wellen. Damit schon die Challenge erfüllt mit den Wellen? Nein, natürlich nicht. Das machen wir dann schon ein bisschen anders. Da lasse ich mir noch was einfallen. Und ich will jetzt auch noch hier hinein wieder verblenden. Das ist ja das Schöne an diesen Distress Oxides, dass man das immer noch nachkolorieren kann und so, dass es dann auch wirklich gut passt. So. Habe ich überhaupt keine Erfahrung mit. Ich weiß gar nicht, wie sich das hier auf dem Papier halten wird. Ich lege das jetzt erstmal zur Seite, das kann ein bisschen trocknen. Dem Bereich jetzt mit einer Maskierung zu arbeiten. Normalerweise mache ich das ja, aber kann ich das eventuell hier mitmachen? Ich versuche das jetzt. Ups, zählt natürlich nicht. Ja, war schon irgendwie klar. Naja. Aber so ist der Horizont etwas besser definiert, ne? Ja. Wenn ich das jetzt hier wieder drauflege. Ich mich jetzt, ob ich hier vielleicht noch einen Stormy Sky mit hier drauf gebe. So. Dann geht das so schön ineinander über. Aber ich muss das runternehmen, weil ansonsten könnte ich hier ja auch ein bisschen einreißen. Fällt mir gerade ein. Ich glaube, das mache ich sogar.
So. Und hier mache ich auch noch weg. Das ist mir auch zu extrem. So. So. Dann passt das. Ja. Hier habe ich meine Schnur. Tja, wenn man jetzt so einen Seemannsknoten wüsste, ne? Hier so unten so einen kleinen hinzumachen. Ich kann das aber nicht. Tja. Kann man damit auch Wellen machen? Ich lasse das erstmal gründlich trocken. Ich hier weiter wusche. So. Jetzt kommt etwas, wo ich mir gar nicht mal sicher bin, ob das eine gute Idee ist, das jetzt hier live vor der Kamera zu machen. Ich habe es noch nie gemacht. Und zwar habe ich jetzt Volume Paste genommen. Oh, toll, hier klebt alles dran. Lass mal das hier zur Seite geben. Meine Idee ist, Wellen zu schaffen. Und ich habe keine Ahnung, wie das geht. Ich versuche jetzt mein Glück. Vielleicht muss man nur so ein bisschen hier gerade aufgeben. So. Das sieht schon eher nach einer Welle aus. Also es gibt ja Maler, die wirklich mit so einem Spachtel arbeiten und dadurch ganz tolle Kunstwerke erschaffen. Tja, ich gehöre nicht dazu. Das wird schon eine Herausforderung, das hier so ähnlich überhaupt wie eine Welle hinzubekommen. Oh oh. Ja, renommierte Künstler, guckt bitte mal woanders hin. Ich glaube, wir gucken eh nicht die Videos hier, die ich hier mache. Ist also völlig wurscht, aber ach, es soll doch Spaß machen. Und Spaß haben wir doch. Also ich zumindest. Ja. So vielleicht. Ich glaube, da ist eine bestimmte Technik hinter. Ach ja. Könnte das im weitesten Sinne als Welle gelten? Tja. Mit viel Fantasie, ja. Aber nur mit viel Fantasie. Ein paar Schaumkrönchen. So. Bevor ich das jetzt weiter irgendwie verklebe, dann muss ich das trocknen und das hier auf jeden Fall gut sauber machen. Das kann ich jetzt aber mit dem Heißluftföhn sehr gut machen, weil das Volume Paste ist. Das gibt keine Blubberbläschen. Ich habe es ein bisschen angetrocknet. Ganz fest ist es, glaube ich, noch nicht. Aber ich kann noch so ein bisschen hier mit dem Spachtel, aber nur wirklich ganz wenig. Kann ich das noch bewegen? Es ist so gut wie hart. Okay. Ja. Schön ist es nicht, aber selten. Ach ja, ich hatte den gerade erst sauber gemacht. Gut, ich wische ihn mal eben am Tuch ab. Das ist mir auch zu groß. Ich glaube, hier schnibbel ich. Nein, ich schnibbel nicht. Ich reiße das Papier etwas mehr ein. Und dann kriegt das Schiffchen hier so Schlagseite. Was mir jetzt gerade durch den Kopf geht, was ihr natürlich nicht hören könnt, wenn ich hier gucke, ist, ob ich mir von der Paste hier so ein bisschen was drunter setze. Klebt das dann auch? Das werde ich ausprobieren.
Das soll ja jetzt nicht, wer weiß, wie dick werden, weil ich habe ja das Problem, dass es noch irgendwie später vielleicht in ein Album muss. Moment. Ist das die Bewegung? Ich glaube, das wäre es gewesen. Na toll, jetzt finde ich es heraus, wo ich eigentlich das hier hinten kreieren will. Naja, Übung macht den Meister oder so, ne? Ja, aber da oben fehlt noch was. Wir sind jetzt ein bisschen großzügig mit der Paste. Gerade will ich das Schiff nicht so ruhig so ein bisschen Schräglage haben. Tapfe. Dabei ich das so mit dem Finger hier rein. Die Reste streiche ich hier ab. Darunter gebe ich auch noch was. Das könnte ja, wenn es drunter vorguckt, als Wolke gelten. Bin ich jetzt wirklich großzügig in der Gestaltung? So, nicht so festkleben, das wäre schade. Ja. Ja. Und die Übergänge sind auf diese Weise noch plastischer. Na gut. Notfalls kann ich da auch noch mit Farbe nachjustieren. Das finde ich jetzt aber gar nicht mal so schlecht. Hat sich gelohnt, das mal auszuprobieren. Könnt ihr ja gerne mal nachmachen, beziehungsweise mal verbessern, weil ich meine, das kriegt man ja mit Sicherheit noch besser hin, als ich das hier versuche oder kann. Hier oben, die Wolke. Ist mir eigentlich zu dunkel. Also wenn man da den Bogen raus hat, da kann man sicherlich tolle Effekte mit schaffen. Tja, ich muss da mehr üben. Jo, machen wir das hier so ein bisschen noch weiter. Da kann man ja auch arbeiten. Da reingepackt. Ja, das ist gut. Ist mir völlig nachher noch ruiniert, weil ich da zu viel irgendwas drauf gebe. Lassen wir das. Arbeite nur noch hier an der Wolke nach. Jetzt im Nachhinein wäre es vielleicht gar nicht so verkehrt gewesen, gar nicht die Wolke gestempelt zu haben, sondern einfach nur mit dieser Paste zu werkeln. Ich glaube, das wäre schöner geworden. Erstmal okay. Da ist mir jetzt gerade irgendwie so etwas durch den Kopf gegangen. Jetzt habe ich doch mit dem Teebeutelpapier
mein eigenes Reispapier irgendwie gemacht. Und dann habe ich das hier drauf gestempelt. Und das Beste ist, also ich sehe da kaum die Übergänge. Also das ist richtig gut geworden. Also da kann man nicht meckern. Und was mich jetzt noch stört, ist, dass hier so ein bisschen die Konturen verloren gegangen sind. Und ich habe mir deswegen nochmal den Pinsel genommen und dachte, ich lege das hier an und koloriere nach. Ja, so ist es deutlicher, viel deutlicher. Also jetzt bin ich richtig froh, das mal ausprobiert zu haben. Sicherlich kriegt man das schöner hin und mit Übung dann hat man auch andere Wellen. Aber für ersten Versuch, fürs erste Mal, ich bin zufrieden. Jetzt muss ich noch mal gucken, kriege ich jetzt hier einen geraden Horizont oder wird der jetzt total schief? Hey, werd gerade, komm, gib dir Mühe. Ja, kann man so stehen lassen, ne? Was mache ich jetzt hier? Ein bisschen stört mich das ja mit diesen... Hätte ich mal nicht gestempelt. Tja, nachher ist man immer schlauer. Und hier sind jetzt wirklich Wellen. Also Thema Wellen habe ich damit wohl auch erledigt, auch wenn ich das jetzt ein bisschen anders gelöst habe, als ich es mir selber vorgenommen habe. Manchmal entstehen Dinge beim Basteln. Ich habe gerade festgestellt, ich bin ja mit meinem Pinsel drüber gegangen. Und dadurch habe ich hier das Schwarze verschmiert. Ich habe jetzt gerade nochmal nachgeföhnt. Entweder habe ich jetzt ein Problem, weil ich Versafine hier auf Gesso genommen habe und das schlicht und ergreifend überhaupt nicht trocknet. Aber ich meine, hier funktioniert das mit dem Kolorieren. Hier bei den Fischen hatte ich jetzt eben schon verschmiert. Aber dann werde ich das irgendwie mit einem Stift dann nachkolorieren. Das ist jetzt ein Drama. Wundert mich nur so ein bisschen. Also es dauert wirklich ewig, bis das trocken ist. So. Da habe ich jetzt das Lila genommen. Da ist noch, das sind noch die Farbreste. Shaded Lilac, meine ich, wäre das. Oder es ist Stormy Sky. Das kann natürlich auch sein. Ach, schon wieder hier was von meinem Teebeutel. Ey, jetzt hat sich das schon wieder hier verzogen. Bleib doch mal da. Und durch diese viele Feuchtigkeit hat sich irgendwie mein Sinn verschoben. Hier hinten stimmt doch auch irgendwas nicht. Ja, eindeutig. Hm. Kann man das bügeln, wenn man Gesso draufgepackt hat? Weiß ich gar nicht. Ich bin jetzt nicht so der Bügelexperte beim Junk Journal. Die würde ich mir gerne noch nachkolorieren. Ich glaube, das mache ich mal. Koloriert habe ich jetzt mit einem recht dünnen Pinsel. Und zwar habe ich nicht den hier, das ist L. Small habe ich genommen, den hier. Und das sind wieder meine Distress Reinker. Hier sieht man auch noch, dass ich fein diese Linien dann aufgegeben habe. Ich habe jetzt gerade schon so ein bisschen geföhnt. Aber es sind immer noch Stellen, die nicht ganz trocken sind. Aber ich habe die Korallen versucht etwas zu betonen. Und ich werde hier noch ein bisschen nacharbeiten. Weil der Stempel schließt natürlich jetzt hier genau an der Kante ab. Aber das brauchen wir ja so jetzt vielleicht gar nicht.
So, jetzt habe ich das Video etwas beschleunigt, denn ich bin jetzt eigentlich nur damit beschäftigt, mein Distress Oxide Reinkern, meine Meerjungfrau zu betonen und die Korallen hervorzuheben. Und ja, das könnt ihr jetzt eigentlich auch, ohne dass ich da groß was zu erkläre, euch ansehen. Wenn nicht diese Farbe, welche dann? Naja. Wir wollen vielleicht ein bisschen Tiefe hier reinbringen in diese ganze Sache. Ich arbeite mich erstmal zu Soldier Ocean weiter. Das ist nicht ganz so dunkel. Oh, jetzt geht das nicht auf. Doch, es geht. Jetzt will ich an den Rändern dunkler werden. Ich weiß, dass ich jetzt auch über die Korallen komme, aber ich werde das noch nachbessern. Das soll so sein, als wenn hier die Fische aus der Tiefe kämen. So. Habe ich hier noch. Das ist dann, glaube ich, mein dunkelstes Blau. Und jetzt denke ich, soll das auch jetzt erstmal genug sein? Ich sehe schon wieder, obwohl ich hier geföhnt habe, es ist immer noch feucht. Seht ihr das? Es glänzt. So, ich vergleiche das jetzt mal. Also hier vorne sieht das so aus, diese Farbtöne. Und hier sieht das jetzt sehr intensiv aus. Aber mir gefällt es gut. Also mir selber gefällt das. Und deswegen werde ich das jetzt auch erstmal so lassen. Weil mir gefällt jetzt, dass das von dieser Seite aus dunkler wird. Hier nochmal so ein Rand hier, so ein Hauch, dass das wirklich hinten die Tiefe ist. Und es sieht so ein bisschen aus, als würde sie hier so auf so einem Korallenriff sein. Und die Fische ziehen an ihr vorbei. Vielleicht gebe ich hier noch was in die Hand. Eine Perle oder sowas. Ich muss mal schauen. Ja, aber ich finde schon mal eine ganz tolle Koloration mit diesen Stempeln. Also die lassen sich wirklich, das ist jetzt keine große Kunst, also die lassen sich sehr einfach kolorieren. Das ist eine tolle Sache, tolle Stempelset von La Blanche war das. Ich werde jetzt mal kurz mit der Hand das filmen, dann kann ich besser ranzoomen, hoffe ich. So, stellt sich das jetzt scharf. Da ist der Knoten, der Seemannsknoten. Und ich habe das so nach Anleitung aus dem Internet gemacht, weil ich sonst auch nicht weiß, wie es geht. Und die Schnur habe ich versucht so aufzukleben. Das ist die vom Teebeutel. Ja, es ist ein bisschen wellenförmig an,
gelegt und das ist jetzt meine Frontseite. Eine der Herausforderungen ist noch, Sticker selber zu machen. Das hier ist ein Reststück, was ich von meinem Stickerpapier habe. Und das war ein DIN A4 Blatt. Das ist einer meiner Lieblingsstempel, ist von Stamping Up, einer aus dem Maritim Set. Und das ist Hybrid Ink. Habe ich gewählt, weil Stays On wollte ich jetzt nicht so gerne nehmen. Und das hier sollte auf beiden Oberflächen porös und nicht porös sollte erhalten. Und ich hatte ohnehin mal vor, mir mehrere Sticker mit diesem Stempel zu machen. Trifft sich also gut. So, Nummer 1. Ich lasse immer so ein bisschen Platz dazwischen. Nummer 2. Das Einfachste ist jetzt einfach einen Kreisstanzer zu nehmen und es auszustanzen. Man kann es natürlich auch mit der Hand schneiden, aber eventuell werde ich das nochmal ausprobieren, ob ich es mit einem Halbschnitt mit einem Plotter schneiden kann. Dann hätte ich nämlich viele auf diesem Papier gleich parat und könnte dann die einfach abziehen. Wie ich das mit dem Plotter mache, wollte ich jetzt hier nicht zeigen. Das habe ich mit der Hand koloriert und dann ausgeschnitten. Und zwar habe ich Alkoholmarker genommen. Zwei zusätzliche kleine Stanzteile habe ich aufgeklebt. So, dann kommt jetzt mal das kurze Durchblättern und wir wollen mal schauen, ob soweit alles erfüllt ist. Ich habe hier hinten mir extra so einen kleinen Tag gemacht. Da steht jetzt der Mai. Schrift schreiben. Schrift haben wir hier vorne. Und hier haben wir auch die Schnur. Das hier ist der Sticker. Da ist der Sticker. Und wenn ich jetzt hier aufblätter, hier habe ich nochmal einen Sticker. Das war ja das, was ich gestempelt hatte auf meiner Stickerfolie. Ja, was haben wir noch? Musterpapier. Einerseits habe ich hier Muster auf das Papier draufgegeben, aber ich habe auch noch ein anderes Musterpapier. Ich hole mal hier hinten den Tag raus. Hier habe ich übrigens auch noch mal eine Schnur, eine etwas dickere. Ich hatte dann doch noch was gefunden. Das war auch so mein Rest, was ich hatte. Das ist auch alles. Und das ist das Musterpapier. Das war von einem großen 12x12 Block. Etwas, was übergeblieben ist. Hier habe ich Papier von Stamperia benutzt und habe dann hier mit Fineliner drumherum gemalt. Das ist ja auch wieder Musterpapier. Das ist mit verschiedenen Farben gefärbt, das Papier. Und hier habe ich auch embossed, so dass Muster entstanden ist. So, das packen wir jetzt wieder hier hinter. Das will nicht so, wie ich will. So, muss aber. So. Da ist es. Ich lege das später wieder rein. Das habe ich als Verzierung noch gewählt. Eine Landkarte. Und hier habe ich so ein paar Text. Da kann man was draufschreiben. So ein Textbot. Was haben wir noch? Moment, das hatte ich. Teebeutel. Ach ja, der Teebeutel. Jetzt hätte ich doch fast die erste Seite vergessen, damit zu erwähnen. Hier, da ist der Teebeutel verklebt. Das habe ich ja gezeigt im Video. Die Farbe Lila, naja, die kommt ja auch häufiger vor, auch hier hinten. Wellen, da sind sie, meine Wellen. Sticker hatte ich ja schon gesagt. Eine Pflanze, Pflanze, genau. Pflanze. Na, Pflanzen haben wir hier. Korallen und hier sind auch noch so kleine Pflanzen unter Wasser. Fineliner, ja, habe ich auch eingesetzt.
Ich habe den hier auch noch benutzt. Und zwar hier habe ich nochmal mit dem Feinliner die Konturen nachgezeichnet. Hier habe ich das, hinten habe ich das auch gemacht, hier an dem Bild. Musterpapier hatten wir, Schnur. Ich meine, ich habe damit alles. Ja, insgesamt war mir diese kleine Schnur hier ein bisschen zu dünn. Deswegen habe ich mich dann noch mit der hier rumgeplagt, dass ich das hier so durch die Löcher kriegte. Aber das war mir dann irgendwie, passt auch irgendwie zu dem Maritimen besser. Ne? Sieht irgendwie mehr maritim dann aus. Könnte auch ein Tau sein. Natürlich nicht jetzt von der Größe. Also wenn man das sich jetzt vorstellt, dass das skaliert ist und alles ein bisschen kleiner gedacht ist, aber dann könnte man das im weitesten Sinne so sehen. Ja, gut. Das habe ich ja hinlänglich gezeigt. Vernäht ist das nicht. Es ist auch noch nichts weiter verklebt. Das Einzige, was ich hier gemacht habe, ich habe mit einer Büroklammer, die habe ich hier versteckt, einen Tag gemacht und da habe ich das hier eingehängt. Die Motive sind aus einem Block von Stambria und das hier ist so ein Impresslet. Und damit, mit dem Ding hier, mit dieser Konstruktion, habe ich die Seiten ein bisschen zusammengehalten. Und man hat dann noch Platz, diesen Tag dann hineinzugeben. Ja, das war jetzt mein Maisin. Hat Spaß gemacht. Diese Aufgaben bei der Challenge haben mir so richtig Spaß gemacht und das Maisin war so richtig was für mich. Ja, falls es auch vielleicht was für euch ist und ihr das einfach mal nachbasteln wollt, hier habt ihr ja die Sachen, die man erfüllen kann oder erfüllen möchte, dann ran an den Basteltisch. Ja, ich wünsche euch jetzt eine kreative Zeit. Danke fürs Zusehen und falls ihr es noch nicht gemacht habt, ein Abonnement wäre ganz toll, wenn ihr das Abonnement hinterlassen würdet und vielleicht ein kleiner Kommentar oder Daumen hoch wäre ganz toll. Dann helft ihr meinem Kanal weiter. Ganz lieben Dank. Bis bald. Tschüss.